Meine Damen und Herren, da ja jetzt die Zeit des Abendessens bei Ihnen allen naht, würde ich noch abschließend ein paar Worte zum Thema Glaukom und Ernährung sagen. Wir als Augenärzte haben ja immer ein bisschen im Hinterkopf das, was sich herausgestellt hat bei einer ganz anderen, sehr wichtigen Augenerkrankung in höherem Lebensalter, nämlich bei der altersabhängigen Makuladegeneration, wo es große Studien gibt, die nachgewiesen haben, dass eine bestimmte Zufuhr von Antioxidantien in der Tat die Verschlechterung, also die Progression eines bereits einmal eingetretenen AMD-Krankheitsbildes bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Patienten bremsen kann. Und ich kann Ihnen schon gleich die Quintessenz meiner Ausführungen am Anfang sagen. Das gibt es in dieser Form bei Glaukom nicht. Es gibt sehr viele Untersuchungen, die andeuten, dass der eine oder andere Stoff einen positiven Einfluss hat. Oft sind die Untersuchungen aus dem Labor, dann bei anderen, bei kleineren Patientengruppen. Also Quintessenz ist, Sie können nicht mit der Ernährung ein Glaukom allein behandeln, aber man kann durch gezielte Ernährung durchaus die Krankheitsprozesse wahrscheinlich in vielen Fällen positiv beeinflussen. Und mit Krankheitsprozessen ist das gemeint, was Sie ja vor allen Dingen zum Beispiel im Vortrag vom Professor Flammer gehört haben, der Untergang von Zellen im Netzhaut, im Sehnerven, die Apoptose. Und da werden nicht bei allen, muss man wieder sagen, sondern bei vielen Patienten möglicherweise die Zufuhr von Antioxidantien einen positiven Effekt haben können in Ergänzung zur klassischen Glaukomtherapie. Und dieses Bild zeigt Ihnen eigentlich auch schon alles Wesentliche, dass nämlich, wenn Sie sich fragen, wie kann ich mich gesund ernähren, dann verweisen wir auf Lebensmittel, die wir ohnehin allgemein als gesund bzw. sehr gesund einschätzen. Und das sind halt Obst, Gemüse und dergleichen. Es gibt immer wieder Studien zu einzelnen Inhaltsstoffen, die auch teilweise relativ ermutigende Ergebnisse haben. Ich will Ihnen mal eine ganz neue vorstellen, die vor einem halben Jahr erschienen ist, und zwar zum Niacin. Das ist das Vitamin B3. Da hat man mal geschaut, welchen Einfluss hat es auf das Glaukomrisiko, wenn Patienten mehr Vitamin B3 zu sich nehmen und andere weniger bei einem relativ großen Kollektiv. Und die Patienten hat man eingeteilt, wie man das in Studien oft macht, in Quartilen. Das heißt, ein Kollektiv aus vier Gruppen bestehen. Die erste Quartile, das erste Viertel, sind die Patienten, die relativ wenig von der jeweilig zu untersuchenden Substanz bekommen, in dem Fall Vitamin B3. Die vierte Quartile sind Patienten, die in der Spitzengruppe lagen, was die Zufuhr anbelangt. Sie sehen, das sind sehr kleine Einheiten, einige Milligramm pro Tag. Aber da hat sich auch gezeigt, dass Patienten, die relativ viel Vitamin B3 zu sich genommen haben, nach der Selbsteinschätzung, gefragt, ob sie Glaukom haben oder nicht, deutlich unter der Häufigkeit in den beiden anderen Quartilen, also der Hälfte der Patienten, die weniger Vitamin B3 zu sich genommen haben. Und das Gleiche wurde bestätigt, wenn man nachgeschaut hat mit Fotos vom Augenhintergrund. Da war nämlich die Wahrscheinlichkeit, ein Glaukombefund zu haben, also eine Sehnerveneindellung bei den Patienten mit der höheren Vitamin B3-Zufuhr deutlich geringer, auf fast 50% reduziert. Ja, es ist für Ärzte immer sehr schwierig, beziehungsweise eine Fallgrube, Alkohol zu empfehlen. Das will ich heute Abend natürlich auch nicht tun. Aber in einer bestimmten Alkoholsorte und natürlich auch in den zugrunde liegenden Früchten liegt eine Substanz vor, Resveratrol, die ein klassisches Antioxidant ist, die also auf der Zellebene helfen soll, diesen Zweikampf zwischen freien Sauerstoffradikalen und Gegenkräften, die also die Zelle vor dem Untergang schützen soll, zu bewahren. Und klassisch ist dann natürlich der Rotwein. Nun ist der Rotwein besteht nicht nur aus Resveratrol, sondern auch aus Alkohol. Und Alkohol, um Gottes Willen sehen Sie es nicht als Empfehlung an, aber Alkohol ist gefäßprotektiv. Das heißt, Alkohol schützt ein wenig vor Ablagerungen, vor Arteriosklerose. Und ich verweise immer auf die Geschichte, die unser frühere Präsident unseres Initiativkreises, Professor Kriegelstein aus Köln, erzählt hat, vom klassischen französischen Paradox, dass die Menschen in Frankreich klassischerweise auch Fett essen, wie wir Deutsche, aber die trinken sehr viel Rotwein. Und die Zahl der auf Arteriosklerose zurückgehende Erkrankungen ist oder war früher zumindest in Frankreich geringer, weil der Rotwein nämlich eine
gefäßprotektive Wirkung hat. Und Professor Kriegelstein erzählt über die Geschichte, wie er als Student bei einer Obduktion eines älteren französischen Herrn dabei war, der zwar Leberzirrhose hatte, aber dafür die Gefäße eines 20-Jährigen. Ja, und das sollen Sie nur ganz kurz mal sich anschauen und dann doch nicht sehr zu Herzen nehmen, aber es gibt eine Analyse, es gibt mehrere Analysen zur Frage, was macht Alkohol im Zusammenhang mit Glaukom? Und es gibt hier eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2018, wo auf eine Reihe von Studien hingewiesen wird, in denen tatsächlich ein protektiver Effekt von Alkohol bezüglich Glaukom, bezüglich erhöhten Augeninnendruckes nachgewiesen werden soll. Soll kein Anlass werden zu trinken. Es gilt bei allem, was mit Ernährung zu tun hat, in Maßen. Und das gilt auch für ein anderes beliebtes Getränk, Kaffee. Da gibt es sehr viele Studien dazu, was hat Koffein für eine Bedeutung fürs Glaukom. Man weiß, dass nach dem Kaffeegenuss der Augeninnendruck im Schnitt so bis zu 2 mm Hg höher sein kann für etwa 2 Stunden. Das ist wahrscheinlich für viele Patienten keine sehr große zusätzliche Gefährdung. Auch hier heißt es in Maßen, große Studien haben keinen direkten Zusammenhang nachgewiesen zwischen Kaffeegenuss und Glaukomkrankheit. Allerdings eines ist herausgefunden worden, bei Patienten, die in der Familie Glaukom hatten, die also genetisch belastet waren, war die Glaukomerkrankung doch deutlich häufiger mit Koffeinzufuhr assoziiert als bei anderen. Also wie bei allen Empfehlungen zur Ernährung grundsätzlich, es gibt immer Ausnahmen, nichts ist absolut. Ginkgo biloba schmeckt nun nicht so gut wie Kaffee und auch bei weitem nicht so gut wie Rotwein, ist aber ein Antioxidant und eine Substanz, die die Durchblutung verbessern soll. Und wenn wir von Durchblutung sprechen, dann wissen Sie, es geht hier vor allen Dingen um das Normaldruckglaukom, dass die Glaukomart, bei der der Augeninnendruck zwar auch ein Risikofaktor ist, bei der aber, und hier verweise ich wieder mal auf den Professor Josef Flammer aus Basel, bei der oft auch Gefäßfaktoren vorliegen und bei denen es sicherlich nützlich ist, die Durchblutung, so gut man das kann, im Auge zu verbessern. Wenn ich Ihnen noch ein paar andere Dinge zum Rotwein und zum Kaffee in Maßen empfehlen kann, dann ist es zum Beispiel Fisch. Die ungesättigten Omega-3-Fettsäuren sind ein starkes Antioxidant. Hier gibt es auch kleine Studien, die mit schwacher statistische Signifikanz vielleicht auch einen protektiven Effekt bezüglich Glaukom andeuten. Auch hier muss man sagen, der Effekt ist wenn man es im Zusammenhang mit der AMD untersucht hat, deutlicher. Also da wird Fischkonsum, vor allen Dingen gerade von Lachs, von Meeresfischen, durchaus als eine Art von Präventivum empfohlen. Und was ganz Leckeres ist natürlich auch dunkle Schokolade. Flavonoide sind ein starkes Antioxidant, was Ihnen sicherlich als Teil einer gesunden Ernährung helfen kann. Wenn man sich fragt, welche Nahrungsmittel helfen bei Glaukom, es geht kaum um den Augeninnendruck. Es geht immer um die Frage, ist da ein Antioxidant drin, das auf der Zellebene diese Vorgänge, den Zelluntergang positiv beeinflussen kann. Und hier noch eine weitere Empfehlung für Ihr Abendessen oder vielleicht für morgen. Da geht es um Magnesium. Das ist zum Beispiel in Bananen, in Avocado, auch in Kürbiskernen in hohem Maß enthalten. Und wieder mal weise ich auf Professor Flammer, der gibt Magnesium in leichter Dosierung bei Normaldruck-Glaukom-Patienten mit einer schlechten Durchblutung. Auch hier wieder der Hinweis, nicht zu viel Magnesium, wenn Sie es äußerlich zuführen würden, kann auch Nebenwirkungen haben, vor allen Dingen der sehr häufige Gang zum Klo. Und ganz spezifisch möchte ich Ihnen jetzt noch eine Studie vorstellen, die gerade erschienen ist im Februar 2022 und die Sie frei zugänglich in der Zeitschrift Nutrients anschauen können. Das ist eine Studie von spanischen Kollegen, die ein bisschen über die Ernährung hinausgeht, nämlich Lifestyle. Wie leben wir, wie verhalten wir uns? Und die haben eine ganz interessante, eine kleine Rangliste gemacht, nämlich einen Healthy Lifestyle Score. Die haben 10 Lebensgewohnheiten als gesund definiert, die ich hier ruhig mal vorlesen kann, weil das für uns alle nicht nur mit Bezug auf die Augengesundheit wichtig ist. Niemals geraucht zu haben, moderate bis hohe körperliche Aktivität, mediterrane Diät, also was aus Spanien, aus Italien, aus Griechenland kommt, viel Fisch, Olivenöl, Gemüse, Knoblauch. Mäßiger Alkoholgenuss, man merke auf, mäßig, steht nicht da, kein Alkoholgenuss. Wenig TV gucken, denn viel Zeit vorm Fernseher verbringen ist symbolhaft für wenig körperliche Aktivität. Kein Binge-Drinking, Binge-Drinking heißt, sich auf gut Deutsch gesagt, zuschütten mit Alkohol, das natürlich nicht. Kurzer Nachmittagsschlaf,
sich mit Freunden treffen, das ist ein wichtiger Faktor in der Entspannung, im Stressabbau. Mindestens 40 Stunden die Woche arbeiten. Vielleicht sind einige von uns noch aufgewachsen mit diesem Klischee im Mittelmeer, da macht man ewig Siesta. Nein, da arbeitet man auch hart. Und niedriger BMI, niedriger Body Mass Index, also ein gesundes, normales Körpergewicht. Und die spanischen Kollegen haben eine sehr große Zahl von Probanden der Studie, mehr als 18.000 Menschen über 12 Jahre nachverfolgt, haben dann geschaut, wie oft kommt Glaukom vor und das in Relation gesetzt zu der Anzahl dieser positiven Lebensgewohnheiten bei diesen 18.420 Menschen. Und die Teilnehmer, die sehr wenig positive Lebensgewohnheiten hat, nämlich bei denen nur 0 bis 2 der eben aufgeführten Faktoren aus der Hitliste zutrafen, das war der Referenzfaktor von 1. Und Sie können sehen, dass die Menschen mit sehr vielen, mit 7 bis zu 10 solcher Healthy Habits deutlich weniger in diesem Zeitraum von 12 Jahren an Glaukom erkrankt sind. Also das ist eine ganz wichtige Botschaft. Gesunde Ernährung ist schön, aber sie muss in einem Zusammenhang stehen mit allgemein gesunden Lebensweisen. Und wenn es um Ernährung, Gewicht geht, auch hier der Hinweis, dass die Extreme nicht gut sind. Übergewicht ist in vielerlei Hinsicht ungesund. Das gilt halt auch für die Augen, weil da natürlich die Blutgefäße zum Beispiel eher Arteriosklerose kriegen. Es ist zwar gesund, schlank zu sein, aber auch da darf man sich übertreiben. Und hier zum letzten Mal jetzt der Name von Professor Flammer mit dem Flammer-Syndrom. Das sind Menschen, die sehr schlank sind, die aber eine Durchblutungsproblematik haben, eher niedrigen Blutdruck, kalte Hände, kalte Füße und die in erhöhtem Maße zum Normaldruck Glaukom leiden. Was immer Sie essen, passen Sie bitte auf, dass der erste Teil Ihres Ernährungstraktes gesund ist, denn schlechte Zähne gehen mit einer deutlich erhöhten Glaukomgefahr einher. Und hier sind nochmal 6 Lebensgewohnheiten zusammengefasst, die auf einem Vortrag vor ein paar Jahren mal vorgestellt wurden, die im Prinzip das umfassen, was gerade eben die spanischen Kollegen zusammengefasst haben. Und gesund bleiben wünsche ich Ihnen allen. Halten Sie es so wie dieser 79-jährige Herr, der noch körperliche Ertüchtigung bringt, der vor dem Lichtschutz Sonnenschutzgläser trägt und der sicherlich in seinem Job im Weißen Haus mehr als 40 Stunden die Woche arbeitet. Und ich freue mich, wenn wir uns alle oder die meisten von uns wiedersehen zu der nächsten regulären Online-Veranstaltung des Initiativkreises und des Bundesverbandes, wo dann eine Referentin oder ein Referent spricht. Und das wird am 6. Mai, dann wie immer, nicht wie heute an einem Mittwoch, sondern dann wie immer an einem Freitag sein. Damit danke ich Ihnen allen für die Aufmerksamkeit.